Jo Leute, was geht ab? Linket am Start. Und ja, es gibt ein kleines Update von mir, wie weit ich jetzt mit dem Charakter bin. Ich habe jetzt 21 Spielstunden, beziehungsweise 21,5. Bin jetzt Level 81. Und ja, bin jetzt letztes Mal auf Other Knives umgestiegen. Versuche jetzt gerade auf Energy Shield umzusteigen, da ich ziemlich große Probleme habe mit der Verteidigung aktuell. Und ja, hab mir einen Dagger geholt, Spell Crit drauf, Spell Damage drauf, bisschen Crit Multi, war super günstig. Dann habe ich hier das Schild mir geholt, auch nur drauf geachtet, Spell Crit und ein bisschen Spell Damage und ein paar Resistenzen und Energy Shield, ein Ticken, leider super wenig, hätte ich gerne ein bisschen mehr, naja. Boots sind noch dieselben. Ganz wichtig, hier die Gloves. Da habe ich mir die günstigsten gekauft, die es gibt. Mega Kackstats, aber dafür 16% more Attack and Cast Speed. Hier mit der Essence of Insanity ist die gecraftet. Und da habe ich jetzt das Setup Shield Charge, Fast Attacks, Fortify und Inner Veil, weil ich einen blauen Sockel hatte. Aber das braucht man nicht. Genau, deshalb auch ein Shield, sonst könnte man auch mit einem Double Dagger rumlaufen. Aber wegen Shield Charge habe ich das jetzt. Habe immer noch meinen Helm. Hier sind meine Ringe. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Eigentlich nur Resistenzen. Und genau, das einmal zu dem Gear. Bei meiner Chest habe ich jetzt Increased Critical Strike Damage reingemacht. Wie gesagt, ich habe immer noch beim ersten Hit 100% Crit Chance, wenn ich volle Power Charges habe. Also alle Power Charges. Control Destruction habe ich jetzt drin, Pierce, Spell Echo und Ether the Knives. Ja, letztes Mal hatte ich ja noch einen Life Leech Gem drin. Das ist jetzt ein kleines Problem. Ich habe keinen Life Leech mehr. Deshalb habe ich hier das Dreiling-Setup reingemacht. Herald of Ice, Curse on Hit, Warlord's Mark. So habe ich immerhin so einen Ticken Life Leech und Mana Leech beim Clearen. Beim Boss leider nicht, deswegen ist es noch nicht optimal. Also wie gesagt, es kommt alles nachher auf Energy Shield drauf an. Ich habe meinen ganzen Tree auch noch nicht angepasst. Ich muss den ganzen Kram hier zurückspecken. Bis da. Und diese drei Nodes raus, die drei Nodes raus. Hier die Verbindung dann nehmen. Hier oben Ghost Reaver nehmen. Chaos Invocation. Hier oben Energy Shield. Hier das Energy Shield nehmen. Dann werde ich wahrscheinlich hier oben das Energy Shield nehmen. Dann hier runtergehen und hier das Energy Shield nehmen und dann wohl noch hier dieses Overcharged wahrscheinlich reinnehmen, weil ich da einfach mehr Power und Frenzy Charges bekomme und Kill. Weil aktuell, wenn man halt ziemlich schnell cleart, ist es tatsächlich ab und zu so, dass man zu selten keine Crits macht. Und aktuell bekomme ich Power Charges ja nur durch Instable Infusion, wo man nur eine 10% Chance hat, wenn man keinen Crit macht, eine Power Charge zu bekommen. Das heißt, das ist tatsächlich ein Ticken Problem. Aber jetzt mit den Incinity Gloves geht's eigentlich, weil ich doch öfter mal durch den heftigen Clear Speed jetzt gelbe Monster angreife. Und da brauche ich ein paar mehr Hits und dann mache ich da auch ab und zu keine Crits. Ich mache jetzt einfach mal einen Dried Lake als Vergleich zum letzten Video. Aber im Atlas bin ich jetzt so bei T3 angelangt. Habe auch noch schon mal eine T5 gemacht, aber bei der T5, wenn die blau ist, ja, das ist immer so eine Sache. Also dann sind da manchmal Evasion-Bosse und so eine Sachen. Da bin ich schon ein paar Mal verreckt. Von daher, ja, kann ich nur empfehlen, dass man da mal ein bisschen schaut. Also, dass man ein bisschen früher auf mehr Verteidigung geht oder halt gleich am Anfang den Skill Tree so baut. Ja, in der nächsten Liga werde ich sowieso auf Live gehen. Aber dazu werde ich nochmal ein Video machen, wie ich den Charakter wahrscheinlich nächste Liga mache. Und ja, ich zeige jetzt einfach mal, wie der momentan durchdreht. So, einmal alles an hier. Zack, zack. So, jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen und jetzt mache ich hier. So, erstmal ein paar Frenzy Charges. So, jetzt haben wir die Power Charges, Full Frenzy Charge. Und ihr seht, der dreht schon ganz schön am Rad jetzt. Aber ihr seht hier die gelben Monster, die fallen halt nicht instant um. Selbst in Dried Late nicht. Und das ist schon ziemlich räudig. So, hier ist ein Schrein, nehme ich mal mit. Könnte auch ein bisschen mehr Projectile Speed gebrauchen.
Wie gesagt, beim Gears noch einiges zu machen, genauso wie im Tree. Aber ich dachte, ich zeige einfach mal, wie es aktuell ausschaut. Habe ich schon wieder länger nicht ein Video oder kein Video hochgeladen. So. Aber so vom normalen Clear her. Und so schaut es auch noch in den T3s aus. T3 ist ja natürlich jetzt auch immer noch nichts. Aber ja, passt auf jeden Fall. So. Ja, man könnte auch in den Flasks noch was ändern. Wie gesagt, wenn man wenn man jetzt eine Winktas hätte, bräuchte ich meine Mana-Flasche nicht und Life-Flask nicht und so weiter. Das heißt Life-Flask. Eine Life-Flask bräuchte ich dann wahrscheinlich nur noch. Und das würde das Ganze schon wieder ein bisschen einfacher machen. Aber zum Vergleich zum letzten Mal ist es halt auf jeden Fall eindeutig mehr Clear Speed geworden. Und ja, auch so kann man die Power Charges ganz gut abhalten. Mit. So. Genau, jetzt mit Fortify natürlich auch. Tickenverteidigung mehr. Gucken wir mal, wie schnell wir den Boss hier noch holen. Geht eigentlich auch mit den ganzen Power Charges. Ja, ist auf jeden Fall besser als letztes Mal. Zum Farm auf jeden Fall sehr cool. Für Bosse, es geht. Und ja, das Coole ist halt, finde ich, dass man halt immer mehr Geld, das heißt immer mehr Geld reinstecken kann, aber dass der Bild so heftig skaliert. Also wenn ich jetzt auf Energy Shield umsteige, werde ich wahrscheinlich bestimmt auf 4.600 effektives Leben. Das Problem ist, mit Blood Rage geht mein Energy Shield immer sofort runter, dann regeneriere ich kein Energy Shield. Das heißt, Blood Rage möchte ich nachher natürlich nicht benutzen. Beziehungsweise, sobald ich Ghost Reaver habe, hat sich das auch erledigt. Dann reg ich das auch. Aber sobald ich Energy Shield habe, habe ich einen viel höheren Life Pool, bestimmt 5000 oder 6000 oder noch mehr, je nachdem, wie gutes Gear ich nachher noch bekomme. Und ja, was kann ich noch erzählen? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Steht eigentlich nur noch an, ja, neues G-Farm, ein bisschen Geld-Farm, Currency-Farm. Ich hatte Glück, ich habe einen Exalted gefunden, mega nice. Ist leider jetzt nicht mehr so viel wert. Ich hätte mir tatsächlich, als ich ihn gerade gefunden hatte, eine Winktas kaufen können. Aber die Winktas kostet jetzt auf einmal zwei Exalted in etwa. Ziemlich schade. Das wäre ein gutes Investment gewesen. Aber gut, ich habe meinen Charakter gesehen, wie der aktuelle Stand ist. Ich werde nachher noch ein bisschen streamen und morgen auf jeden Fall streamen. Von daher schaltet ein, wenn ihr da seid und Bock drauf habt. Und ja, das war's von mir. Haut rein, viel Spaß beim Spiel. Ciao.